Schnipp, schnipp, schnapp und alles wird ganz klein. Ihr seid wieder bei Cook and Roll, bei Andreas, dem Bassprediger. Nabend! Bei mir als dem untalentiertesten Sammelarsch im deutschen Internet. Aber was soll's, man redet gerne, bewegt Luft, ist weg von der Straße und nimmt Omas nicht die Handtaschen weg. Das ist ja auch schon mal ein Ziel. Und eröffnen das mal mit der Idee, dass wir uns heute mal was kochen, was wir uns eigentlich sonst so nie kochen würden. Das kennt ihr vielleicht auch. Das gibt so Sachen, da geht man lieber zum Griechen um die Ecke. Was ich beim Griechen nämlich ganz gut finde, ist, dass die Farro, finde ich immer Weltklasse. Lecker. Und Moussaka. Mhm. Und nun ist das passiert, wir haben uns ausgedacht, wir sollten mal Moussaka machen. Haben wir dann auch ein super Rezept gekriegt, hat der Alte, da waren wir wieder unterwegs, da war ein paar Jahre her, da war in Griechenland, da am Fuße des Olymps, so zwischen den seinen Zehen. Ja, weißt du, genau. Neben den Hühneraugen, da war's. Genau, da lag diese alte Tontafel. Die alte Tontafel. Genau, und da stand dieses legendäre Rezept, was wir euch heute zeigen wollen. Ja. Stand da aufgezeichnet und das hat dem Alten auch noch ordentlich Übergepäck beim Rückflug gekostet, aber das war ihm die Sache wert. Ja. Und ich hoffe, ihr wisst sowas zu würdigen. In ehrfurchtsvollen Nachkoch versuchen. Okay, pass auf. Moussaka, Leute, ist eigentlich relativ einfach, bloß es ist viele Einzelteile. Mhm. Man braucht also erstmal Moussaka. Jo. Aber das hat man ja meistens immer schon, wenn man das Gericht weiß. Ja, das stimmt. Das finde ich gut. Aber manchmal muss ich weinen, aber es sind die Zwiebeln, das ist schon okay. So, ich noch mal einen kleinen drauf Hinweise, hier Aubergine, ne, in der gleichnamigen berühmten Farbe, Auberginefarben. Das ist das, was vielleicht nicht jeder kennt, kann man sich ja merken, wie das aussieht oder sich ein kleines Bild zeichnen oder abfotografieren. Aubergine heißen die Dinger. Dann braucht man noch ein bisschen Hack, gemischtes Agrenak, wie man mag, Kartoffeln, Zwiebeln, Knobi, bisschen Tomaten aus der Dose, bisschen Tomaten aus der Tube und dann haben wir da noch ein bisschen Zimt haben wir da, dann haben wir Kreuz, Kümmel, Oregano, Salz und Pfeffer. Gut, genau, das sind erstmal so die Basis, was er hier so zeigt und das Fleisch für die dunkle Soße. Es gibt eine rote Soße, die kommt dazwischen. Und dann gibt es nachher noch eine weiße Soße, die kommt als Deckel drüber, die machen wir aber extra, sonst hätten wir hier keinen Platz mehr, wenn wir das alles aufbauen würden. Wir sind auch Plichimichi. So, ja, du bist jetzt gleich so weit. Ja, ich habe hier ein bisschen Knoblauch und Zwiebeln schon mal klein geballert. Genau. Und wir haben auch ein paar Sachen vorbereitet schon. Ne? Genau, genau. Müssen wir auch mal lügen. Also, wenn wir da genau, die zeige ich euch dann gerne mal. Ja. Wir haben hier einmal rechts haben wir Kartoffeln, in, rohe Kartoffeln in Scheiben geschnitten. Nicht zu dick, nicht zu dünn. Haben die auf ein Blech gegeben, ein bisschen Öl drauf geträufelt, ein bisschen Öl drüber. Das war ein bisschen Knoblauchöl, so ein Hauch. Haben das in den Backofen geschoben für 200 Grad. Bei 20 Minuten. 20 Minuten, danke schön, Herr Bassprediger, bei 20 Minuten. So, außerdem haben wir hier Aubergine vorgebraten. Das waren diese auberginefarbenen Geschichten, die ich euch vorhin gezeigt habe. Die schneidet man der Länge nach in Scheiben und brät sie eigentlich jeweils einzeln wie eine Art Bratkartoffel von beiden Seiten, dass sie ein bisschen Farbe nehmen. Sonst schmeckt der ganze Kram zu lapperig. So, jetzt haben wir hier die Basis Zwiebeln und Knoblauch. Yep. Und die werden wir jetzt in einen Topf geben. Wenn der Bassprediger Öl holt, stehe ich hier einfach mal kurz rum. So schnell kann es gehen. Da ist ja. Soll ich das auch in den Topf tun, du? Ja, bitteschön. Hier warten wir, bis das warm ist. Nicht allzu heiß, nicht allzu warm. Wir wollen das Zeug nicht braun. Nicht braun braten, sondern es andünsten soll das Ganze. Das soll keine Farbe nehmen. Und Knoblauch und Zwiebeln zusammen rein? Ja, kann man zusammen reinzimmern. Genau, und eigentlich ist die Soße, die wir jetzt machen, irgendwie auch so ein bisschen der Bolognese ähnlich. Der markante Unterschied dort zu der Bolognese von den Gewürzen ist eben, dass man hier Kreuzkümmel reinknallt. Und Zimt. Und Zimt. Ich hau schon mal die Zwiebeln rein. Jawohl, der Bassprediger gibt die Zwiebeln rein. Nicht so braun braten, das ist wichtig. Andünsten. Dünsten. Wenn das soweit angeschwitzt ist, geben wir das Hack hinzu. Wir wollen die Leute nicht verwehren, da sind wir selber genug. Und während der Bassprediger das so langsam schön anschmuggelt, stelle ich fest, dass ich Feuer brauche und verschwinde aus dem Bild, aber bin plötzlich nicht auch von alleine wieder da. Genau. Da ist er, wenn er den Dübel. Ha! Und jetzt bröckeln wir mal hier so den Hack rein. Yes. Und du sagst mir, wie du das haben willst. Ist es komplett klein gestampft oder in großen Krümeln? Nee, das soll nachher so eine Masse werden, dass wir das so dazwischen schichten können, ohne dass da größere Rocks drin sind. Ja, yeah, Baby. Okay. Jetzt haben wir noch ein bisschen Gewürze. Ja. Und zwar so ein Viertel Teelöffel
Stimmt. Viertel Teelöffel Kreuzkümmel. Mhm. So, noch ein Viertel. Teelöffel Oregano. So. Sauber. Das soll jetzt so die Basis sein. Weil bei Kreuzkümmel muss man ein bisschen aufpassen, wenn man da zu viel sich reinkloppt, dann wird das auch ziemlich schnell irgendwie eine ganz schräge Geschichte und das in Kombination mit... Alter, das geht hier richtig nach Griechenland los. Ja, siehst du, da sind wir schon mal gut da. Sind wir schon mal gut dabei, liebe Freunde. Der Bassprediger sagt, Alter, das heißt, es ist nur gut. Richtig gut. So, das, genau, das gibt es hier noch im Kleinen und dann können wir mal eine Dose... geschälte, pürierte oder zertretene Tomaten, wie immer auch immer die Dinger klein gemacht wurden. Wenn sie vom Fuß des Olymps sind, sind sie zertreten. Das genau. Ist gut. Und dazu kommen noch 3 Esslöffel Tomaten. Das sieht nach einem Esslöffel aus. Ja, ne? Zack. 3 Stück davon. Nicht sparsam sein, das war ein halber. Ich hab mich verdrückt. Wenn du das ordentlich rumgerührt hast, weil du das durchgerührt hast, lassen wir das mal so 20 Minuten vor sich hin blubbern, den Kram. Mhm. Ja, also Salz und Pfeffer. So, hier so ein bisschen nach Gefühl, so chiki chiki bum bum. Ich habe noch ein bisschen grünen Pfeffer, den finde ich neulich auch immer ganz peppig irgendwie. Cool, wie gesagt, das Ding lassen wir 20 Minuten. 20? Ich stelle mal die Uhr weg. Und dann jetzt widmen wir uns der weißen Soße bzw. dem Deckel. Ja, und dann nehmen wir ungefähr nur diese Menge an Butter. Das kann man sich ja gut merken, weil wir das ganze Stück hingelegt haben, weiß man, er hat so viel genommen. Ja, so würde ich das sagen. Das machen wir warm. Nee, die Butter, nicht das Butter. Die Butter. Die erwärmen wir. Um sie dann vom Feuer zu nehmen und das Mehl einzurühren mit Milch zusammen. So, jetzt habe ich die Butter leicht erwärmt und jetzt kannst du mir mal noch 4 Esslöffel Mehl reinkloppen. Mm-hmm. So nach und nach. Gut, dann gehen wir mal los. Das brauche ich. Ja, jetzt weiß ich nicht mehr genau weiter. Achso, das müssen wir gleich mit Milch dann irgendwie. Und das müssen wir dann hochkochen wieder, ne? So, das stellen wir jetzt mal leicht hier drauf, wieder aufs Feuer. Jetzt rühren wir nach und nach die Milch runter, kochen das dabei ganz vorsichtig auf, dass das Ganze eine ordentliche Pampe wird, genau genommen. Und bei diesem Vorgang sind wir jetzt quasi, habt ihr uns direkt live vor Augen, wenn ihr das seht, wie wir aus Milch, Mehl und Butter Pampe machen. Eine Pampe machen, genau. Jetzt haben wir da nochmal eine ordentliche Ladung Käse rein. Also, mal gefühlt die 4 Löffel oder so. Gefühlt die 4 Löffel, das sind so 2 Hand, oder? Ja. Guck mal, das ist so die erste Hand. Ja, das ist. Davon kannst du 3 reinhauen, finde ich. Ich habe so kleine Hände mal so. Ja. Ja, okay. Na, sehr schön. Schön dick, so da gleich. Guck mal, jetzt wird das richtig spachtelbar. Ne? Das muss so ein bisschen wie guter Gips aussehen. Oder Voltophil oder so, muss das eigentlich sein. Voltophilus. So. Ist das Projekt Weiße Soße damit fast fertig? Genau, dann kommt noch zum Schluss dann der Eigelb und der Eischnee drunter. Ne? Jawohl, oder? Genau. Und dann ist diese Soße auch und noch ein bisschen irgendwie Gewürze. Ne? Pfeffer, Salz wahrscheinlich. Und dann noch mal ein bisschen rein und auch. Oh, Beden, Salz. Nicht so viel, weil wir wegen Käse. Nein, eben genau. Beden, so. Und was für ein Pfeffer möchtest du? Schwarzen, grünen? Nimm mal grün, gelben? Ne? Grün, ein bisschen mehr auf Aroma geben und nicht auf Schärfe. So. Grün. Wir gehen nach Kindersicherung hier. Rührst du schon mal? Gerne. So, jetzt haben wir die sogenannte Betonmasse, um so ein
Hussager ordnungsgemäß verdeckeln zu können. Damit haben die auch hier das Dingsbums da, wie hieß das nochmal, da in Athen, dieses Teil da gebaut. Die Akropolis, den Akropolis, Fußboden, genau. Den Fußboden mitgemacht. Ne? Mhm. Diese ganze Masse wird nachher plan über das ganze Moussaka in die Auflaufform oben als Deckel einmodelliert. So, Freunde, jetzt sind wir dabei angekommen, dass die Soße abgekühlt ist. Jetzt nehme ich davon 2 Löffel und kippe die hier in die beiden Eigelb. Die habe ich hier in der Tasse drin. Dann nehmen wir 2,5 Löffel. Und vermenge das. Ja, hier so, Eigelb und Soße. Mache ich Mischmasch. Und das wiederum heben wir unter diese Soße, die ist schon ziemlich abgekühlt ist. Und so passiert nichts Komisches, es verbindet sich wunderschön und alles ist ganz toll. Und du könntest mir gleich mal das Eiweiß dann nach und nach unterheben. So. Und jetzt kann man daran auch den Kindern erklären, was im Polarmeer passiert. Da kommt ein Eisberg oder kommen Winde. Ich bin hier mal der Wind und Strömung und das Wasser ist auch ein bisschen wärmer. Und alles frickelt an diesem verdammten Eisberg rum und irgendwann in 150 Jahren, wenn er groß genug war und wenn die Strömungen stimmten, schmilzt er dann irgendwo ganz gemütlich vor sich hin in so einem Fjord auf Grönland. Also, wie schön ist das? Hallöchen! Und ich drehe immer noch in der weißen Soße rum für unser Moussaka. Da haben wir ja, wie ihr gesehen habt, jetzt ordentlich Eischnee untergehoben und ganz liebevoll so untergehoben, dass wir jetzt wieder eine schöne Masse haben, aber die eindeutig auch ein Volumen gewonnen hat. Oh. Und die nachher für eine dermaßen Fluffität im oberen Bereich des Menüs sorgen wird. Das glaubst du gar nicht. Ja, soweit, ja. So gut. Ja. Hier haben wir Kartoffeln genommen, in Scheiben geschnitten, nicht zu dünn, nicht zu dick, eher ein bisschen dünn. Hier sind unsere Auberginen. Die haben wir auch einzeln von der Seite, diesmal nicht hochkant, haben wir ein bisschen... Von allen Seiten goldbraun gebraten, ja. Genau, und haben dann das ist ganz wichtig, mit dem Haushaltstuch die Dinger abgetupft, weil die irrsinnig doll das Fett einsaugen. Mhm. Und wenn man das auf dem Haushaltspapier legt und dann nochmal oben rüber, kriegt man das ganz dufte trocken. Toll. So, das sind die Sachen dazu aus dem Garten. Hier haben wir einen sogenannten Fleischtopf, die rote Soße dazu. Und hier haben wir die weiße Soße, daraus machen wir nachher den Deckel der ganzen Geschichte, also als letzte Schicht obendrauf. Mhm. Wir fangen auf jeden Fall, ganz egal was ich sonst so labere, fangen wir mit den Kartoffeln an und legen die so leicht überlappend. Auch das? Eine dünne Schicht da unten rein. Okay, das soll aber so passieren. Ja. Ich nehme die mal so ein bisschen auseinander. Ja. Die sind ja schon sehr eng gelegt. So. Und alles, was da festklebt und ohne Schraubenzieher nicht losgeht, lassen wir drauf kleben. Na gut. Aber das ist der knusprige Anteil am Moussaka, den können wir nicht vergessen. So, so jetzt haust du da vorsichtig eine hauchdünne Schicht von der roten Soße rein. Sehr gut. Guck mal, ich bin schon bei der dritten Schicht. Ich hau jetzt nämlich hier die Auberginen drauf. Genau. Sehr schön. Und das wiederholen wir jetzt so lange, bis wir das Ding voll haben. Genau. Jetzt kommen danach nämlich wieder Kartoffeln. Und dann wieder Hack, dann wieder Auberginen, dann wieder Hack. Was predige jetzt so, gefühlte 4 bis 5 Schichten, immer eine um einen verschieden, sind wir jetzt an der Oberkante angekommen. Da ist noch so ein Zentimeter Platz, den brauchen wir auch jetzt für das. Und da haben wir quasi unsere griechische Deckelfundamentmasse, Athena Style, Akropolis, rüber. Mal in der losen Schüttung, wa? Genau, und verteilen das gleichmäßig. Jawohl, guck dir das mal an, ey, so ein schöner Pudding. Genau, das hält die Welt zusammen. Und auch das Moussaka. So soll das ja mal sein. Göttlich. 10 seconds on the lips, 10 months on the hips. So. Genau. Ja, bei 200 Grad, 45 bis 60 Minuten, kommt immer drauf an, wie der Backofen den Tag so gerade, muss man drauf gucken, nach einer Dreiviertelstunde sollte man schon mal drauf gucken. Und dann ist das Ding fertig.
Ja, Freunde, bis hierhin finden wir das alles sehr gut. Ich hoffe, ihr habt euch auch nicht gelangweilt. Vorspeise willst du keine haben heute, oder was? Richtig. Völlig vergessen. Das macht ja nichts. Ah. Wir machen da mal in der Pause mit Saubohnen und dem Kram, den ich hier habe. Ich habe hier zum Beispiel, wenn ihr euch noch mal angucken wollt, ich habe hier so ein bisschen klein geschnibbelte Gurken. Dann habe ich auch noch mal eine Paprika, also eine halbe Salatgurke, eine Paprika, eine rote Zwiebel, eine ordentliche Handvoll Oliven, entsteinte und in der Mitte ein ganzes Bund Blattpetersilie. Da knallen wir jetzt noch rein, schön eingelegten Schafskäse. Den geben wir einfach mal so lustig damit rein. Das ist so für 4 Personen sind das so gute 3 bis 4 so fingerdicke Scheiben. Und dann habe ich hier nochmal vom Türken meines Vertrauens griechische Saubohnen in Tomatensoße. Das ist eigentlich für sich genommen schon eine Vorspeise, aber das ist ein bisschen langweilig. Also haben wir das alles hier, das sind so 400 Gramm, einfach hier noch mit rein in diese Schüssel. Das tue ich jetzt. Galopp. Und jetzt ist das so, dass wir das eigentlich nur noch verrühren müssen. Und dann haben wir schon eine prima Vorspeise, die so ein bisschen abseits ist von dem klassischen Greek Salad, den man sonst so irgendwie im Restaurant bekommt. Und trotzdem ist das alles ziemlich authentisch und vor allem lecker. So, den Kram mische ich noch durch. Das wird eine ziemlich bunte Angelegenheit, wie man sieht. Und wenn mir das zu trocken wird, gebe ich da noch ein kleines Tröpfchen Olivenöl mit rein. Und am Ende haben wir hier noch mal eine schöne kleine Vorspeise für unseren Moussaka. Wo einfach kein Griechenland sein. Wir haben es geschafft. Wir haben ein wunderschönes Moussaka nach Original-Tontafel-Rezept vom Olymp. Wir haben es hingekriegt. Es hält sich sogar in der Form. Sie duftet vorzüglich. Mhm. Dafür haben wir noch einen etwas anderen griechischen Salat erstellt, beziehungsweise der Bassprediger. Wir danken euch für euer Interesse. Also bei dem Menü kann man wirklich sagen, es macht wirklich Laune. Mhm. Aber es ist kein Altersessen für immer. Es ist unheimlich viel Fummelkram und Einzelkram. In dem Sinne, habt viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.